kurz zu sprechen. Ja? Jo. Und zwar, vielleicht, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Ja, ich bin der Werner, ich bin der Organisator mit dem Christian, der jetzt leider nicht da ist, von Pflege für Aufklärung. Und wir haben uns jetzt auch vernetzt mit Klinikpersonal, steht auf Tübingen, wie man sehen kann. Ja, und wir versuchen schon seit 2020 die Menschen aufzuklären über zum einen über die Ernsthaftigkeit der Erkrankung Covid-19, aber auch die politische Agenda, die daraus erwachsen ist, hat man schon sehr früh festgestellt, dass sich die Wege trennen zwischen der realen, fachlich korrekten Berichterstattung in den Mainstream-Medien und der Politik und dass diese Krankheit, die wir ernst nehmen, dazu gebraucht wird, um die Pharmaindustrie zu stärken und um eine Agenda der Kontrolle umzusetzen, die wir natürlich nicht tragen, insbesondere jetzt durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die dazu führt, dass viele von uns bedroht sind, ihren Job und ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Wir, die größte Gruppe von Experten in Deutschland, Pflegekräfte, über 1,5 Millionen Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen, stehen vor der Frage, lassen wir uns spalten oder nicht. Ja, ein Gesundheitsminister Lauterbach, der vor einiger Zeit gesagt hat in einem Interview, nur eine geimpfte Pflegekraft ist eine gute Pflegekraft. Da kann ich nur sagen, wir fordern ganz klar, spätestens seit dieser Äußerung, den Rücktritt von Gesundheitsminister Lauterbach. Denn er hat den Namen, den Titel Gesundheitsminister nicht mehr verdient. Viele Minister, viele Politiker sind natürlich nicht Fachleute in ihrem Ressort, so auch nicht der Herr Lauterbach. Aber was er hier macht, das ist Spaltung. Das ist schon faschistoid. Man wirft uns ja vor, dass wir spalten, aber das tun wir natürlich nicht. Wir sehen alle Kollegen als gleichwertig an, ob geimpft oder ungeimpft. Hier geht es um die Gesundheit der Patienten und hier geht es auch um die Gesundheit von uns allen. Warum haben wir uns nicht impfen lassen? Weil wir natürlich eine Abwägung machen. Wir lesen Studien, also ich bin Intensivpfleger, arbeite seit 30 Jahren auf Intensivstationen und viele Kollegen auch. Und wir sehen natürlich seit Anfang der Impfkampagne Impftote, schwere Komplikationen. Und so haben wir für uns entschieden, nein, das Risiko, dass wir an Covid-19 versterben, ist für uns persönlich geringer, als dass wir an der Impfung Komplikationen erleiden. Und so haben wir uns gegen eine Impfung, habe ich mich auch gegen eine Impfung entschieden. Ich habe durchaus am Anfang auch darüber nachgedacht und habe mich halt fachlich informiert. Ja, nun werden die Ungeimpften ausgegrenzt. Es wird hier ein Berufsfaschismus betrieben, kann man mal so sagen. Ja. Ungeimpfte werden ausgegrenzt in den Krankenhäusern, in der Cafeteria, dürfen aber auf der anderen Seite einspringen, wenn geimpfte Kollegen krank sind. Nun, jeder müsste mittlerweile gemerkt haben, dass die Impfung nicht funktioniert, dass immer mehr Menschen geimpft sind und trotzdem Corona bekommen. Aber die Politik macht natürlich weiter in ihrer Agenda, weil die Politik nicht den Bürger oder den Patienten im Sinne hat, auch nicht die Kinder. Ja. Weder in der Kriegspropaganda, die sie treibt, noch in der Gesundheitspropaganda, die sie treibt. Es geht hier um Geld. Wie immer in der Krankenhausetage geht es nur um Geld. Nur ein sich lohnender Patient ist ein guter Patient. Nicht für alle, aber für die meisten Geschäftsführer in den deutschen Kliniken. Was natürlich damit zusammenhängt, dass wir seit Jahren die desaströse Form der Krankenhausfinanzierung der DRG, der DRGs, der Fallpauschalen haben, die in den übrigen europäischen Ländern ganz schnell wieder abgeschafft wurde, aber nicht in Deutschland. Was schon seit Jahren dazu führt, dass die Krankenhäuser gezwungen sind, Gewinne zu machen, also ein Wirtschaftsunternehmen werden, was natürlich nicht richtig ist. Ein Krankenhaus darf kein Wirtschaftsunternehmen sein. Und dadurch, der größte Kostenfaktor ist der Personalkostenfaktor. Und schon hier diese Lobbyisten wie Lauterbach, Spahn und Co. und die Bundesregierung davor schrittweise unseren Beruf demontiert haben. Dann ganz großen Dank dafür. Vielleicht jetzt jemand, der jetzt das erste Mal hört, oder wie kann man euch finden, wie kann man euch unterstützen? Wir haben ja Webseiten, Klinikpersonal steht auf de, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, mit Bindestrich oder ohne. Man findet es. Info, genau. Info. Und Pflege für Aufklärung.de. Wir haben auch natürlich Internet, YouTube auf, dritte YouTube. Rumble-Kanal. Man findet alle Kanäle. Findet man schon, wobei wir auf YouTube weniger machen, weil natürlich YouTube zensiert wird. Unsere Videos werden regelmäßig da rausgeworfen, deswegen haben wir nur noch den Kanal als Präsenz und arbeiten über Rumble oder andere Vimeo oder andere Plattformen.
kommen. Wir haben natürlich jetzt auch eine Initiative gegründet im Rahmen der Impfschädenserfassung. Es wird ja auch in den Mainstream-Medien immer mehr offenbar, dass die Impfung eben nicht harmlos ist. Haben wir jetzt auch einige Berichte in den Mainstream-Medien gesehen. Wir haben eine Webseite gegründet, eine Initiative Geimpft, Erkrankt, Gestorben. Da geht es um die Erfassung von Impfkomplikationen, aber auch um Berichte von Kollegen ärztlicher oder pflegerischer Seite, die in ihrem Alltag Impfkomplikationen beobachten. Das Problem ist, dass sie immer noch zu wenig auf den Visiten und in der interdisziplinären Fachkommunikation ernst genommen werden. Ja, man wird da lächelnd drüber hinwegsehen meistens. Unsere Arbeit erfordert ja gerade auf den Intensivstationen, dass wir genau hinschauen. Das sind wir eigentlich gewohnt. Sollte man eigentlich meinen, dass man, egal ob die Impfung jetzt schuld ist oder nicht, dass man zumindest diese Dinge mit einbezieht, speziell dann, wenn der Patient sagt, ich bin geimpft worden, 3 Tage später habe ich keine Luft mehr gekriegt, dann war es nicht die Flasche Bier, die er getrunken hat, sondern es hat auf jeden Fall den Zusammenhang mit der Impfung. Den Zusammenhang herstellen im Kopf, die professionelle Denkweise zu etablieren, um das Beste für den Patienten rauszuholen. Wir sagen nicht, dass alles immer die Impfung ist. Wir sagen aber, wir brauchen einen Fachdiskurs. Ja, wir müssen den Zusammenhang erkennen. Wir müssen unsere Arbeit gut machen. Auch mein Appell an die Ärzte. Die Ärzte machen schlampige Arbeit im Moment in Deutschland. Ich bekomme so viele Zuschriften von Menschen, die sagen, ey, ich habe seit einem halben Jahr schwerste neurologische Ausfälle, ich habe Herzschmerzen, ich werde nicht ernst genommen, das war nie die Impfung, ich werde von einem Arzt zum anderen weitergereicht. Das Schlimmste, was fast noch schlimmer ist wie die Komplikation, ist, dass sie nicht ernst genommen werden und dass sie sogar als psychisch auffällig deklariert werden, was natürlich nicht so ist. Ja, die Studienlage, wir lesen ja die Studien, im Gegensatz zu Lobbyisten wie Lauterbach und Co., die lesen vielleicht oberflächlich, verstehen tun sie nicht das, was sie sagen, und praktizieren tun sie sowieso nicht. Wir sind die, die am Bett stehen. Diesen Menschen muss geholfen werden. Das sind die Vergessenen der Pandemie, zahllose Menschen in Pflegeheimen, die nach der Impfung gestorben sind, Menschen, die noch am Leben teilgenommen haben, geimpft wurden, plötzlich adinam im Bett lagen, nicht mehr am Leben teilgenommen haben und an den Folgen gestorben oder an der Impfung direkt. Kann man nicht so genau immer sagen, aber wenn ein Mensch sich nach einer medizinischen Therapie so dramatisch verschlechtert, dass er stirbt, dann kann man zumindest einen kausalen Zusammenhang herstellen und als Profi sollte man dann darüber reden, dem nachgehen. Und das wird nicht gemacht in Deutschland, das ist eine Schlamperei der Ärzte. Ich weiß auch nicht, warum Ärzte so gewissenlos sind, so schlampig sind, hier nicht ihren Job zu machen. Ja? Weil was haben sie zu befürchten? Gar nichts. Sie sollen einfach ihren Job für den Patienten machen und sich nicht der Lobby, des Lobbyismus oder der Geschäftsführung in den jeweiligen Häusern unterordnen. Sie haben dem Patienten zu verantworten und nicht dem Chef in der Beziehung. Aber auch mein Appell gilt an die Hausärzte. Auch dort wird schlampig gearbeitet, wie ja jetzt der Provita-Skandal gezeigt hat, mit den Krankenkassen, dass Impfkomplikationen sehr wohl abgerechnet werden, aber nicht gemeldet werden, zeigt wiederum, dass einige Ärzte hier nicht nur schlampig arbeiten, sondern dass sie auch noch finanziellen Profit rausschlagen. Das klagen wir natürlich an, dem werden wir nachgehen, wir sind gut vernetzt und wir werden noch einiges im Spiel. Alles gut. Dann würde ich sagen, großes Dankeschön. Gerne, immer wieder. Deine Worte hier. Es muss raus an den Stuttgart, an dem wichtigen Tag heute. Ja, ich möchte noch dazu sagen, es war ein wichtiger Tag insofern, weil es ist ja der Tag der internationalen Pflege. Und wir sind ja alle Kollegen. Ja? Egal ob geimpft oder ungeimpft, egal ob man uns einer Meinung ist oder nicht, das ist für mich persönlich nicht so schlimm, wenn jemand andere Meinung hat wie ich. Ich habe versucht, 3 Minuten Redezeit zu bekommen, habe ich nicht gekriegt. Ja, Pflegeaufklärung, komische Sache, ja, dass man nicht rechts gesagt hat, war noch alles. Wer unsere Webseiten sieht, wer unsere Videos guckt, der weiß, dass wir fachlich argumentieren. Ich habe keine Redezeit bekommen, angeblich weil eben kein freies Mikrofon da war. Aber in Anbetracht der Tatsache, die jedem bewusst sein sollte, dass hier Menschen, Kollegen vor ihrer beruflichen Bedrohung einer beruflichen Existenz stehen, kann man mal locker sein und einfach mal auch diese Themen thematisieren. So ist alles nur 0815 abgelaufen wie immer und es wird sich nichts ändern, solange wir nicht die direkte Konfrontation an die Politik weitergeben. Genau. Dann würde ich damit mal belassen und bedanken für alle Zuschauer. Danke für die Unterstützung. Gerne. Und wir sagen Grüße aus Stuttgart. Alles klar. Weitermachen. Gesicht zeigen. Tschüss. Gut. Danke dir. Alles klar. Gut. Mal wieder schön.